Ein Dorf war er einmal, der jetzt größte Bezirk von Berlin, Neukölln. Friedrich Wilhelm I. trug seinen Teil dazu bei, als er böhmischen Glaubensflüchtlingen vor 250 Jahren hier Zuflucht gewährte. Ein Wandbild im alten Dorfkern symbolisiert Geschichte und Gegenwart. Heute leben hier 300.000 Menschen, mehr als in der Regierungshauptstadt Bonn. Darunter Tausende von Ausländern, Arbeitern, Rentnern, Poppern und Punks. Neukölln ist kinderreicher als die meisten anderen Bezirke Berlins. In dieser lauten, vielbefahrenen Straße wohnt zusammen mit 20 anderen Leuten im Hinterhaus eine ganz kleine Lebensgemeinschaft. Ein Mann und ein Kind. Hermann Dieter, 34 Jahre alt, ledig, von seinen Freunden kurz Dietz genannt, und Moritz, 2 Jahre alt. Zwei Jahre lang haben wir diesen kleinen Mann beobachtet, seinen Alltag und die Beziehung zu dem großen Herrn an seiner Seite. Verwandt sind die beiden übrigens nicht miteinander. Seit sie zusammenkamen, schlafen sie jede Nacht Seite an Seite in einem riesigen Bett. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, bitte in meinem Bett pennt. Ne? Man hat für mich dann auch tagsüber die positive Wirkung, dass er die körperliche Nähe nachts eben hat. Und morgens vor allen Dingen. Dass er dadurch irgendwie so eine Sicherheit hat, mit der er weggehen kann. Ne? Das finde ich ganz nett, morgens so ein bisschen zu kuscheln und dann so langsam den Tag so rein. Und er ist eigentlich auch ziemlich rücksichtsvoll. Also er fällt nicht gleich über mich her oder so, sondern zuerst spielt er irgendwie was und so und dann kommt er nachher an. Ich bin es so gewohnt, dass ich mich durch Musik habe wecken lassen, durch die Schaltuhr. Und sobald sie läuft, kommt er natürlich an, trampelt auf meinen Kopf. Aber das sind so Sachen, wo man sich eigentlich ärgert, aber trotzdem schmunzelt. Hallo Moritz, hier ist der Max. Was hast du gemacht? Hm? Mama, was hast du gemacht gestern? Pflegeleicht ist Moritz vom ersten Tag an gewesen. Nach 3 Wochen schon schläft er nachts durch 13 Stunden. Und auch tagsüber macht er keine großen Probleme. Gut verpackt in mehrere Lagen naturreiner Wollkleidung, nimmt Dietz ihn bei Wind und Wetter überall mit hin. Windeln und Flaschen, wenn nötig, der gesamte Tagesbedarf im Gepäck. Einziges Verkehrs- und Transportmittel für Moritz, der Rucksack. Einen Kinderwagen lernt er nie kennen. Denn spüren und berühren wollen sich die beiden auch den ganzen Tag lang. Schließlich ist Moritz ein Wunschkind. Warum? Warum hatte ich den Wunsch? Der Wunsch war einfach da, ne? Nö, weil ich unheimlich egoistisch bin, ne? Weil es bringt unheimlich viel, also so ein Kind kann unheimlich viel geben, ne? Einfach dadurch, dass es so ist, wie es ist, ne? Naja, und mein Kind ist eben Kind, ne? Also da hatte ich jetzt keine speziellen Erwartungen, also außer, dass es eben frei aufwachsen sollte und sich frei ausleben sollte, ne? Und eben außer, also eben seine eigene Freiheit total leben und außer eben die, und eben trotzdem die Freiheit der anderen zu respektieren, ne? Also nicht rücksichtslos zu werden, also dass ich jetzt ihn total verwöhne oder so. Also ich muss selbst auch auf meine Kosten kommen. Das war mir von Anfang an irgendwie klar, ne? Thank you.
Allein soll Moritz nicht aufwachsen. Dietz organisiert eine Babygruppe. Einmal in der Woche macht er wie alle Eltern Dienst. Das spart die Kosten für den Betreuer. Und das Kinderzimmer gibt's auch umsonst. Die Hausgemeinschaft trägt die Miete, denn bei 2500 Quadratmetern Wohnfläche fällt auch Platz für eine Spielwiese ab. Kinder betreut hat Dietz schon als Jugendlicher, damals aus Vergnügen in seiner Freizeit. Und heute sieht er es mehr als Aufgabe denn als Arbeit an, vor allem bei Moritz. Ich empfinde ihn eigentlich gar nicht so als Belastung halt. Ne? Also ich meine, auf der einen Seite fasziniert mich das unheimlich. Einmal so die ganzen Fortschritte, ne? Diese ganze Entwicklungsgeschichte der Menschheit, die da so nochmal nachvollzogen wird. Auf der anderen Seite wiederholt sich bei mir auch alles nochmal so Erfolge oder so, die er macht. Ne? Vom kleinen Moritz zum kleinen Dietz. Als Stammhalter einer gutbürgerlichen Familie wird er 1950 in Moers am Rhein geboren. Kaum, dass er laufen kann, kommt seine älteste Schwester auf die Welt. Eine innige Beziehung bekommt er aber erst zu seiner 8 Jahre jüngeren Schwester Liesel. Ein Ereignis prägt seine Kindheit ganz besonders. Seine Mutter stirbt bei der Geburt ihres 4. Kindes. Das Neugeborene, ein Junge, wird sofort zur Adoption an Verwandte abgegeben. Das Familienglück hat einen großen Knacks bekommen. Bei uns war das damals so, also das ist eine Großfamilie halt gewesen. Da konnte ich zur Oma, zum Opa gehen. Als ich 10 war, ist meine Mutter gestorben. Und das hat mich schon irgendwie unheimlich stark getroffen. Aber irgendwie war es so, dass meine Oma dann die Rolle dann eingenommen hat. Mir wäre es zum Beispiel damals lieber gewesen, wenn mein Vater nicht nochmal geheiratet hätte. Ich hatte das zwar irgendwie dann eingesehen, okay, alle Leute sagten, ja, der braucht wieder eine Frau und so. Ne? Und dann habe ich mir dann gesagt, soll er halt haben, will ich nicht im Wege stehen. Ne? Aber gewünscht zum Beispiel habe ich mir das nicht. Heute sehen sich die Geschwister nur selten. Allein seine jüngere Schwester kann begreifen, warum ihr Bruder unbedingt, wie auch immer, ein Kind haben wollte. Doch, ich kann ihn verstehen, denn ein Kind ist für mich eigentlich der Sinn des Lebens. Meine Schwester zum Beispiel sieht in ihrem Beruf den Sinn. Und ich glaube, der Dietz sieht in dem Kind auch den Sinn des Lebens. Also man weiß, wofür man lebt. Also man lebt nicht so ziellos, nur alles erleben wollen, alles für sich erleben wollen. Und mit einem Kind, da weiß man, also hier, ich lebe für das Kind und kann das Kind beglücken, dass das Kind Liebe von ihm bekommt. Und dass wirklich ein glückliches Kind war, also das bestätigen meine Eltern auch. Er war ja vom halben Jahr bei ihnen, also das wohl. Nur vom Finanziellen her können sie sich nicht vorstellen, dass er das durchhalten kann. Und ob er es auf die Dauer überhaupt durchhält, weil er sich eben nicht anpassen will und auch nicht heiraten will. Er will eben aus dem ganzen Gesellschaftszwang raus. Also das will er nicht mitmachen. Er will nicht von anderen gezwungen werden, irgendwas zu machen. Ich meine, er verhält sich ja praktisch genauso wie eine Mutter. Nur, dass es eben Mann ist. Aber warum soll ein Mann nicht genauso Gefühle haben wie eine Mutter? Als ich ihn beim letzten Besuch gesehen habe und den Moritz gesehen habe, also da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass ein glückliches Kind ist. Also auch in der Entwicklung war das ganz normal, wie jedes andere, vielleicht sogar noch weiter. Unheimlich lebendig, also er krabbelte durch die Gegend und interessierte sich für jedes Spielzeug. Also ich fand das ganz prima. Musik.
Bekommen hat Dietz sein Kind, als es schon 14 Tage alt war. Eine 19-Jährige hatte es ihm sozusagen geschenkt. Denn selber großziehen wollte sie es nicht, aber auch nicht anonym zur Adoption abgeben. Wenige Wochen vor der Geburt war Dietz ihr begegnet. Er kann sie überzeugen, dass ihr ungewolltes Kind sein Wunschkind ist. Seit 11 Wochen ist Dietz schon glücklicher Vater, als wir ihn zufällig bei Dreharbeiten zu einem ganz anderen Thema in dieser Stillgruppe entdecken. Dietz war es, der den Namen des Jungen aussuchte. Moritz hat seit seiner Geburt seine leibliche Mutter nicht mehr gesehen. Trotzdem soll er erfahren, was es heißt, gestillt zu werden. Dietz bittet die erstaunten Frauen, seinem Kind doch auch mal die Brust zu geben. Immer ein Thema unter Müttern ist die Pflege der Sprösslinge. Die üblichen Alltagssorgen Alleinerziehender aber, die plagen Dietz nur selten. Denn sein Leben in der Hausgemeinschaft hat eine Menge praktischer Vorteile. Den Brei für kleinen Moritz muss er zwar selber zubereiten, aber die Großen im Hause kochen füreinander. So muss Dietz nur selten die ganze Corona beköstigen. Was Kochen anbelangt und so weiter, ne? Die dreimal im Monat, die koche ich unheimlich gerne halt, ne? Zumal die ganzen anderen hausfräulichen Sachen und so weiter eben hier schon von der Hausgemeinschaft abgefangen werden. Also ich meine, wenn ich 31 Tage kochen müsste, wäre das wahrscheinlich schon was anders. Ne? Andi? Okay. Ist gut, Mann. Obwohl, die Brühe schmeckt mir schon total raus. Passt mir ja gar nicht. Das ist vegetarisch. Ich habe dadurch, dass ich hier mit meinen Freunden und Freundinnen zusammenwohne, viel Erleichterung. Vor allen Dingen eins, also habe ich eben nicht diese Isolierung praktisch, die bei anderen Müttern oder Vätern so in einer normalen kleinen Familie einfach da sind, weil sie die ganze Zeit mit dem Haushalt und so beschäftigt sind. Also, dass ich nicht jemanden suchen muss, der mir nach meiner Arbeit, weiß ich, das Essen vorsetzt und dafür bezahlen muss. Ne? Dann habe ich also mit vielen Leuten hier aus dem Haus ein ziemlich vertrautes Verhältnis, mit denen ich also reden kann. Wenn wir zum Beispiel am Abendbrot sitzen, dann ist also für ihn gar kein Problem, wenn er mal neben jemand anders sitzt oder so, der ihm dann mal die Kartoffel schneidet. Gut organisiert hat Dietz seinen Tagesablauf. Denn um das Kind mag es auch den Anschein haben, kann sich nicht alles drehen. Für das Studium muss Dietz in der Staatsbibliothek jeden Tag büffeln. Chemie- und Französischlehrer will er werden. Das Ingenieurstudium, das er nur auf Wunsch seiner Eltern begonnen hatte, brach er schon nach 2 Semestern wieder ab. Zu Vorlesungen in der Uni braucht Dietz nicht mehr zu gehen, denn er steht kurz vor dem Examen. Hier kann er ungestörter arbeiten als zu Hause. Eine Sache, die mich immer noch wundert, dass ich wesentlich mehr Freizeit habe als früher. Sonst, wenn ich in der Stabi gelernt habe, bis ich mein Pensum dann durch hätte, war es dann schon 5, 6, dann war der Tag schon gelaufen. Und heute ist es eben halt so, dass ich um 9 Uhr im Kinderladen sein muss. Und dann habe ich meine 6 Stunden, habe um 3 dann schon Feierabend. Habe dann 4 Stunden Freizeit pro Tag gewonnen. Und ich kann bis 7 Uhr jeden Tag mit ihm durch die Gegend fahren, dann nachmittags. He had white horses and ladies. By the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress
on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Jedenfalls, er lag auf einmal plötzlich hier auf dem Wickeltisch und die Windeln daneben. Da musste ich erstmal im Buch nachgucken. Ich hatte da den, wie hieß der, Dr. Spock, diesen amerikanischen Klassiker. Und ich rannte immer zwischen ihm und dem Buch hin und her. Also da musste ich dann erstmal gucken, was gibt es denn überhaupt für Methoden und so. Deutsche Methode, amerikanische Methode und noch zwei andere Methoden, irgendwie abgewandelte. Naja, und eine Bekannte von mir, die hat mir das mal gezeigt, hier mit dieser schwedischen oder Schweizer Wickelmethode, ich weiß nicht genau, welche das ist. Und naja, also anfangs hat er 30 Windeln pro Woche gebraucht. Und ich habe dann so viel nachher zusammengekriegt, also dass ich dann also für 14 Tage genug hatte. Also das heißt also 60 Stück. Also es ist genau eine Maschine dann, ne? Also habe ich mir dann also eine ganze Menge Zeit gespart. Problem war dabei nur die Endlagerung, die Zwischenlagerung, sagen wir mal so. Also die habe ich dann einfach aus dem Fenster rausgehängt, dass sie trocknen. Und da kann man so gut lagern. Ist kein Problem. Und ich meine, die Scheiße, die bleibt ja hier in den Fließwindeln hängen, die kann man dann also komplett wegschmeißen. Mit den Pampers zum Beispiel, da ist so, dass er da unheimlich schnell Pilz von kriegt. Den hat er schon gleich aus dem Krankenhaus mitgebracht. Und mit diesen Windeln hier ist so, dass sie in Kombination mit den Wollhosen, dass da so Maximum an Luft rankommt. Ne? Also das ist nicht so ein Treibhausklima, als wenn da jetzt Plastik rumwäre, in dem die Pilze gut gedeihen. Ne? Im herkömmlichen Sinne ist eben was sicher so die Mutterrolle. Das Versorgen und so. Ne? Auf der anderen Seite eben der Vater, der mit den Kindern, was ich im Auto überall mit hinnimmt und mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt. Und ich glaube, dass er eigentlich von mir das kriegt, was er von der Mutter kriegen würde und auch das, was er vom Vater kriegen würde. Ne? Also ich glaube nicht, dass ihm irgendwie noch was fehlt oder so. Ne? Das spüre ich, ne? Eine Zeit lang hat er mich ja sogar Mama genannt, ne? So 2 Monate lang, ne? Also zuerst kam mir das irgendwie unheimlich komisch vor, aber weil ich eigentlich lieber also beim Vornamen als mit meiner Funktion angeredet werden möchte, aber hat mir dann eigentlich nachher nichts mehr ausgemacht. Ne? Allerdings hat er auch zu Sigrid hier Mama gesagt, Leuten, die er gerne mochte. Ne? Sigrid, wie siehst du als Frau die Rolle von Dietz als Vater? Zu Anfang hätte ich es ihm nicht zugetraut. Ich kenne ihn länger, ich kenne ihn jetzt fast das 5. Jahr. Er ist auch so ziemlich von Anfang an dabei in diesem Haus hier. Und wenn mir jemand zu Anfang gesagt hätte, der Dietz kriegt irgendwann mal ein Kind, dann hätte ich dem abgeraten. Dem davor abgeraten. Der Dietz, der kam mir immer so vor, so ein bisschen traumtänzerisch, so 3 Meter über dem Boden. Und ich habe gedacht, der schafft es nicht, von der Verantwortung her ein Kind zu erziehen oder ein Kind zu haben und schon gar nicht alleine. Ja, und dann hat Dietz da mehr oder weniger im Alleingang den Moritz bekommen. Und es hat sich wider Erwarten für mich herausgestellt, dass es dem Moritz gut geht, dass der Dietz gut mit ihm umgehen kann, dass der Moritz gedeiht, der Moritz ist stark. Der Moritz ist gesund, trotz der komischen Methoden, die der Dietz da manchmal anwendet. Komische Methoden hat er unbestritten. Aber wer verliert schon gerne sein Kind? Hervorragend platziert die Telefonnummer, nur zur Sicherheit. Denn Moritz mischt sich gern, wie hier auf dem Stadtteilfest, unter das Volk. Dabei pflegt er allein Kontakte zu knüpfen und geht seiner Lieblingsbeschäftigung, der Nahrungssuche, nach. Meist mit großem Erfolg. Vater hält sich bei solchen Unternehmungen immer diskret im Hintergrund.
In meiner unkonventionellen Art ecke ich da schon halt ziemlich oft irgendwie an, wo ich mich dann hinterher frage, Mensch, was haben die überhaupt? Das ist alles weg. Also dieses Bemuttern, das tut er nicht. Und ich glaube, das tut er aus dem Grund nicht, dass der Moritz soll kein Muttersöhnchen werden. Der Moritz soll so früh wie möglich selbstständig werden. Und aus diesem Grunde lässt er dem Kind viel Freiraum, irgendwie sich zu entwickeln. Und Moritz erlernt viel von seiner Umwelt einfach selber, ohne Anleitung von Dietz. Und von daher ist er auch nicht so weinerlich oder so kleinkindhaft, der Moritz. Und deshalb hat Dietz die undankbare Rolle nicht, sich so wie eine Mutterglocke um ihn kümmern zu müssen. Und wenn du jetzt so seine Gefühle betrachtest, was du beobachten kannst, würdest du denn sagen, dass sie in die Schablone väterlich oder mütterlich passen? Das kann ich nicht sagen. Elterlich. Er macht beides. Elterlich. Er ist der Mann in einer Person. Eltern. Für Moritz. Ich habe ja den Dauerpflegevertrag für den Kleinen jetzt gekriegt und der ist also nur, also da steht drauf, also hier, dass er vorerst befristet ist bis Oktober. Kann ich mal sehen, ja. Ja, das hört jetzt also, oder hat jetzt, am 31.10. aufgehört, nicht? Mhm. Und du müsstest jetzt einen Antrag auf Verlängerung dieser Pflegestelle... Ach, geht das nicht automatisch, oder? ...stellen, nein, das geht nicht automatisch. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, das Kind vielleicht zu adoptieren? Also ich meine, ist das eine Möglichkeit, die für dich überhaupt in Frage käme? Dann ja, könnte auf jeden man ja Fall. Mal darüber reden, wie das geht, nicht? Also wenn du sowas in der Richtung vorhast, dann kann ich dich eigentlich nur vehement warnen, weil das mit Sicherheit eine sehr schwierige und auch eine sehr langwierige Geschichte wird. Mhm. Es ist bei uns in Deutschland jedenfalls überhaupt erst seit, glaube ich, ungefähr 7 Jahren möglich, dass Alleinstehende Kinder adoptieren, die nicht von ihnen abstammen. Und dass alleinstehende Männer versuchen, Kinder zu adoptieren, ist eine ganz, ganz seltene Geschichte. Ich weiß nicht, wie oft das hier in Berlin vorkommt. Ich kenne also aus meiner Praxis nur Fälle, die könnte ich wirklich an 5 Fingern abzählen. Und ich nehme auch an, dass es gar nicht sehr viel häufiger vorkommt. Das Problematische an all diesen Geschichten ist ja, dass es keine eindeutige gesetzliche Regelung gibt, sondern dass hier ja immer gefordert sind vormundschaftsgerichtliche Entscheidungen, die sich orientieren sollen am Wohl des Kindes. Und dieser allgemeine Satz, das Wohl des Kindes oder das Interesse des Kindes, bestimmt nun alle Entscheidungen und ist ja immer in dieser oder jener Weise ausfüllungsfähig, nicht? Es gibt eben keine Garantie, das will ich damit sagen. Es gibt aber trotzdem Dinge, die man machen kann und die man machen sollte. Und ich meine, da bist du auch auf dem richtigen Wege. Also du hast im Prinzip schon das Beste getan, indem du so früh wie möglich angefangen hast, mit dem Kind zusammenzuleben und indem du auch versuchst, weiterhin ständig mit dem Kind zusammenzubleiben und das nach außen hin eben über diese Pflegestelle abzusichern. Und ich denke, auf diesem Weg solltest du auch weitermachen, weil die Zeit da für dich arbeitet. Also du solltest eben sehen, dass du möglichst gute Kontakte zu deinen Nachbarn hast, dass du gute Kontakte zu Freunden hast, dass du eben dann, wenn du so einen Antrag stellst zum Beispiel, schon ein ganzes Bündel von kurzen Stellungnahmen beifügen kannst, nicht? Wo einfach nur drin steht, wir beobachten das Zusammenleben von Herrn so und so mit dem Kind Moritz seit so und so vielen Jahren und finden, dass der das ganz prima macht. Naja, ich will immer was sagen, das Kind müsste ja eigentlich eine Mutter haben. Nicht? Der müsste eine Mutter haben, das Kind müsste ja bei der Mutter groß werden, nicht beim Vater. Das ist ja auch nicht das Richtige für so ein Kind, wa? Nicht? Und Sie meinen, der Vater macht es nicht so wie die Mutter? Naja, der Vater, also wollen wir sagen, machen tut er genug mit dem Kind. Also da kann man ja nun nicht anders sagen, wa? Also die sind ja alle um das Kind rum hier, wa? Das eine so wie der andere. Ist ja auch ein niedliches Kind. Nicht? Trotzdem muss ich Ihnen sagen, trotzdem er nur bloß beim Vater ist, aber der Vater hat einen auch guten Zug. Nicht? Also der haut nicht, der macht ja nichts.
Nicht? Jetzt war das Kind ja auch pariert, wa? Also Sie meinen irgendwo, auch wenn er nur einer ist und nicht gleichzeitig Vater und Mutter, macht das doch ganz prima. Ja, dann muss er ja Vater und Mutter zusammen machen. Was bleibt denn der andere übrig, wa? Muss er ja schon. Monate alt ist Moritz erst und schon ein erfahrener Tramper. Geduld ist alles, das weiß er wohl auch schon, wenn man sein Ziel erreichen will. Ab geht's an diesem Tag an den Niederrhein zu seinen Großeltern. Für seinen Vater ist die Reise ins Elternhaus ein schwieriger und seltener Entschluss und ein Moment der Rückschau. Wenn ich allein das mal mit meiner Kindheit vergleiche, ne? Mein Vater zum Beispiel hatte immer nur Zeit fürs Geschäft. Zweimal ist er also mit uns schwimmen gegangen. Ich kann mich noch an jedes Mal genau erinnern. Ne? Ich habe mich trotzdem eigentlich nicht ungeliebt gefühlt. Oder? So, den Löffel noch. Naja, ist ganz komisch hier jetzt zu stehen, weil der Sandhaufen hier schon fast historische Bedeutung hat. Und manche Zeit war er weg, aber zum Beispiel, wenn ich so Fotos sehe, halt wie ich hier in dem Alter hier rumgemacht habe, mit einer Kohlenschippe und einem großen Eimer. Das ist irgendwie so eine ganz eigenartige Mischung, so von irgendwie, als wenn ich das schon kennen würde und irgendwie gleichzeitig fremd. So, ne? Einerseits ist es so vertraut irgendwie und also es ist doch irgendwie eine ganz andere Realität irgendwie so. Ne? Unsere Vorfahren, die haben seit 1700 alle Familienereignisse aufgeschrieben. Mein Großvater hat das nochmal abgeschrieben, damit man es auch noch lesen kann. Man kann es trotzdem noch lesen. Die Kirchenbücher gehen bis 1600 zurück, da kann man das auch noch verfolgen. Ich habe an sich sehr viel auf Tradition und auf diese Dinge gehalten. Ich habe mich vor dem Krieg da schon sehr viel mit beschäftigt und ausgerechnet, ich bin derjenige, der den ganzen Rummel zu Ende führen muss. Mein Vater, der sagt immer dann, wir leben hier wie im Paradies. Gibst du mal die Milch? Gib mal her. Anna, komm mal. Komm! Anna! Moritz, das ist für die Schande. Hier gibt es mal der Anna. Wo ist die Anna denn? Komm! Komm! Anna! Halt die Flasche fest. Von den Familiennamen ist nur noch unser erhalten. Die anderen sind alle spätestens vor 100 Jahren verschwunden. Ja, wenn man dieser, ja, den Moritz zugesprochen bekommt, dass er ihn adoptieren darf, dann geht ja an sich der Name zwar weiter. Mir wäre lieber gewesen, der Moritz wäre ein leibliches Kind von dem Hermann Dieter gewesen. Hättest du das denn festgestellt, wenn ich es nicht gesagt hätte? Hm? Feststellen, wie soll ich das feststellen? So was sieht man noch im Gesicht. Ja.
Wieder zurück in der Großstadt. Ein Ausflug mit der U-Bahn zu einem Bauernhof steht heute auf dem Programm der Kindergruppe. Dietz betreut sie im Moment täglich. Sein erstes Staatsexamen hat er inzwischen bestanden, nun aber ist er arbeitslos. In einem Jahr vielleicht kann er sein Referendariat beginnen. Die Arbeit hier sieht er als eine kreative Pause für sich. Also was mir halt bei Kindern eben am meisten gefällt, ist so die Begeisterungsfähigkeit und das totale Ausleben der Gefühle. Und ich finde halt, dass man da als Erwachsener noch eine ganze Menge von lernen kann. Das Wichtige finde ich halt, dass das Kind in einem selbst praktisch noch lebt. Ein Kind im Manne irgendwie, ne? Das hält mich auch davon ab, immer auf diese Versorgerrolle zu gehen oder beschützende Rolle halt, ne? Halt zu sehen ist, also dass viele Mütter die Schwierigkeit haben, überhaupt loszulassen. Dass sie eben immer meinen, sie müssen jetzt nur für ihr Kind da sein und so. Meine Mutter, wie kannst du dein Kind bloß weggeben und in fremde Hände? Ich weiß nicht, also ich glaube, hier in Berlin sind die Leute schon einiges gewöhnt, ne? Am schlimmsten war die Reaktion, also als wir in Bayern waren, ne? Also oder genauer gesagt in Franken, als wir da unseren ersten Westdeutschlandurlaub gemacht haben, als ich da durch den Ort gelaufen bin, also bei Polizei und Jugendamt und so weiter, die Telefone heiß, ne? Die wussten genau, wo wir gewesen sind, dann und dann am Markt und dann in der Ortschaft und so weiter. Und da ist ein Mann mit einem Kind im Tragebeutel gewesen und der hat ein Eis gekauft und gefragt, wann Pfingsten ist. Also jemand, der nicht zum Beispiel nicht weiß, wann Pfingsten ist. Und ein Kind im Tragebeutel, also ein Vater mit Kind. Das also kann für die meisten nur ein Entführer sein. Oder das Kind muss also total vernachlässigt sein. Damals ist also gleich das Jugendamt, einer vom Ordnungsamt und gleich noch eine Krankenschwester dabei, um dem vernachlässigten Kind die erste Hilfe zu leisten. Das war damals noch ein bisschen blöd, weil da hatte ich dann nur einen Ausweis und eine Einverständniserklärung der Mutter bei. Da war noch keine Dauerpflege dann beantragt. Und das ist nur schlecht, weil so Papiere braucht man natürlich immer dann. Angst, die ich hatte, das war eben halt, dass ich gefesselt bin, dass ich nicht mehr aus dem Zimmer raus kann und so weiter. Aber das hat sich ja so nach einer Woche praktisch dann schon rausgestellt, also dass die vollkommen überflüssig waren, diese Befürchtung. Weil ich ja eben abends ungehindert weg kann und weil ich also mit ihm auch überall praktisch hin kann. Ich betrachte mich eigentlich nicht so als Alleinerziehender. Weil ich bin eine Persönlichkeit und er ist auch nur eine vollkommen getrennte Persönlichkeit von mir. Ich hatte meine Annonce aufgegeben. M und M-chen suchen W und W-chen, mit denen sie ab und zu mal was Schönes unternehmen können oder so. Ja, da war nur eine Sache dabei, die vielleicht mit hätte werden können, aber hat sich doch nicht so entwickelt. Ich weiß auch nicht, was zurzeit so los ist. Also sonst normalerweise hat es immer nur einen Monat gedauert, bis ich also eine neue Frau kennengelernt hätte. Purzelbaum heißt es, nicht Baum. Ja, mach mal. Naja, also jedenfalls. Eine Frau, die nicht auf Moritz abfährt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Zumal ich auch da nicht irgendwelche Erwartungen habe in Bezug auf Moritz, dass mir da irgendwelche Arbeit abgenommen werden müsste oder so. Ich meine, man kann das vielleicht auf eine Kurzformel bringen.
Geliebte ja, aber Mutter oder Hausfrau für Moritz oder mich suche ich halt nicht. Ne? Ach, komm, schlaf mal. Ziemlich viele Beziehungen also gesehen, die kaputt gegangen sind. Ich habe auch gesehen, wie die Kinder darunter gelitten haben. Wollen wir ein bisschen schlafen? Nee. Ich gehe davon aus, dass zum Beispiel Liebe eine Sache ist, die jeden Tag neu erkämpft werden muss. Ja, und irgendwie bin ich auch weicher geworden, habe ich gemerkt. Ne? Papa? Papa? Hm? Papa? Hm? Papa? Das war nicht immer schon so, wenn ich ein Baby so länger gehalten habe, habe ich mich unheimlich weich gefühlt. Ich habe nur gemerkt, halt, dass ich für viele Sachen sensibler geworden bin. Ich glaube, dass dies Geborgenheit geben, auch selbst, also eine ganze Menge Geborgenheit gibt. Ja. Aua! Hat's nicht, Moritz. Tschüss. Tschüss. Das gemeinsame Frühstück in aller Ruhe ist im Zusammenleben der beiden denn auch ein Muss. Sein Butterbrot übrigens, darauf besteht Moritz, schmiert er sich jeden Morgen selber. Ist das auch Butter? Hä? Ja? Ja, ja. Ich kann das schon alleine. Ist das auch Butter? Ja. Was auf den Tisch kommen soll, darauf hat Moritz beim Einkauf immer ein Auge. Und die Finanzen, die verwaltet er auch schon. 8,83 Mark. Viel Geld für ihren Lebensunterhalt brauchen die beiden nicht. Die Hausgemeinschaft macht's möglich. 180 Mark zahlt Dietz monatlich für die Miete und 230 wandern für das leibliche Wohl in die gemeinsame Kasse. Die Kleidung für Moritz gibt's meistens geschenkt, mal neu, mal getragen. Große Bedürfnisse haben die beiden nicht. Sie führen ein eher bescheidenes Leben. Ooh, what a lucky man he was. And feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Soll der Moritz denn alleine bleiben? Ich habe mir eigentlich schon immer zwei Kinder gewünscht. Also mindestens zwei. Und das war immer auch noch bei mir im Hinterkopf geblieben. Aber konkret halt, also ist wieder im Vordergrund getreten, dieser Wunsch, also nachdem Moritz laufen konnte und sich also praktisch von mir weg auf die Welt zu bewegt hat. Ne?
Und ich habe jetzt einen Antrag gestellt, dass ich also noch ein zweites Pflegekind aufnehmen möchte. Und der ist also geprüft worden. Und also Moritz ist eben halt überzeugend. Und deshalb gab es auch keine Schwierigkeiten. Und der ist auch bewilligt worden. Gut, bewilligt schon. Aber glaubst du, dass du tatsächlich Chancen hast, ein zweites Kind zu bekommen? Ja, auf jeden Fall halt, weil anfangs, also da in der ersten Zeit war es so, dass also eben alle noch skeptisch waren und so. Und jetzt ist eher mein bestes Argument. Also da braucht man nicht großartig, also Psychologe oder sowas zu sein, um festzustellen, dass der gut drauf ist.